Also, herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Heute wieder mit einem Spitzenreferenten, der allerdings nicht unbekannt ist wie viele andere, die ich vorgestellt habe, sondern Dr. Jens Frese begleitet mich und die Akademie schon viele, viele Jahre. Er hat selber eine Akademie. Jens, danke dir, dass du wieder da bist. Wir haben ein Spitzengespräch vereinbart über Perspektiven in einer Situation, die alles andere als prickelnd ist, nämlich ein Jahr nach Pandemie und in einer westlichen Welt, die eine Zivilisation frönt, die uns nicht geziemt, die nicht artgerecht ist. Das Wort artgerecht ist so ein bisschen verrufen, weil es aus dem Dritten Reich stammt, aber es stimmt. Ja, jedes Tier, jede Pflanze, der stehen wir zu, dass sie ein Biotop brauchen, in dem sie wirklich gut artgerecht gedeihen können. Nur der Mensch lebt in einem Biotop, was er sich selber gemacht hat, in einer Gesellschaft, die sich selber so entwickelt hat, die absolut nicht mehr artgerecht ist. Ich denke, du stimmst mir zu. Ja, in allen Bereichen, ne? Also das können wir jetzt auf alle Facetten des Lebens letztendlich übertragen. Also es ist ja nicht nur die Ernährung, die nicht mehr artgerecht ist, sondern es ist im Grunde der ganze Lebensstil, der nicht mehr artgerecht ist. Ich hatte ja vorher gesagt, dass wir das in den Studien auch so schön am Leib gespürt haben, indem man an die Sonne aufging und auf einmal stimmte der Biorhythmus wieder. Ja, indem wir am Anfang große Probleme hatten, uns mit unseren Entbehrlichkeiten zu beschäftigen. Also einmal war das Smartphone nicht mehr da, der Computer war nicht mehr da, E-Mail hat nicht mehr funktioniert. Und das Interessante war ja, dass nach 2 Tagen war das Thema durch. Okay. Niemand hat da immer mehr darüber gesprochen. Wir hatten auf einmal angenehme, interessante Gespräche untereinander. Und dann sind wir in so eine Phase gekommen, als wir diese Pyrenäenstudie gemacht haben über 10 Tage, sind wir nach 5, 6 Tagen in einen Energiemangel gekommen. Und dort konntest du dann erkennen, dass plötzlich die Gespräche aufhörten. Also Okay. da kamen wir in die Phase des nackten Überlebens. Und dann ändert sich natürlich auch einiges im metabolischen System, ne? Dass du dann plötzlich Körperfett abbaust. Und hier ist es ein großer Vorteil, dass man ein bisschen mehr Körperfett auch hat. Ja? Klar, Also wir müssen nicht aber alle wie nicht. Ronaldo sein. Ja? Das ist nicht erstrebenswert und ist auch nicht gesund. Weil wenn wir uns, nehmen wir mal Cholesterin. Wenn wir uns Cholesterinstudien anschauen, was ist ein optimaler Cholesterinwert? Wir versuchen den natürlich immer auch von offizieller Seite so gering wie möglich zu halten. Das stimmt dann auch noch für 12-Jährige, aber es stimmt nicht mehr für 60-Jährige. Wenn ich mir den Hazard Ratio anschaue, also das ist ein Ratio, wo man dann praktisch das Risiko einer Erkrankung messen kann, wo ist der optimale Bereich? Und dann sieht man, dass die Cholesterinwerte mit zunehmendem Alter immer weiter steigen. Ja, und die müssen aber auch steigen, logischerweise, weil wir auch mehr Zellturnover haben. Das heißt, wir müssen mehr Körperzellmembranen bauen, also brauchen wir auch mehr Cholesterin. Und dann geht der Cholesterinspiegel hoch. Jetzt senken wir den, weil wir sagen, wir müssen den gleichen Wert haben wie 12-Jährige oder 14-Jährige. Und da stellt sich die Frage, was machen wir da richtig? Ja, vor allen Dingen, wir sollten den Menschen mal ganz klar wieder sagen, es ist nicht das Cholesterin, was du isst, was du im Blut findest, sondern es ist das Cholesterin, was deine Leber oder wo auch immer gemacht hat. Das heißt, du hast ein Stoffwechselproblem, geh mal den Stoffwechsel an und wirf nicht einfach eine Pille ein. Aber das ist leider Gottes unser Standardphänomen. Die Medizin hat ein Symptom und dann wird das Symptom behandelt, statt zu fragen, was ist die Ursache dafür. Jens, was machen wir? Was haben wir den Menschen anzubieten? An positiven Perspektiven, dass wir nicht in diesem Sumpf stecken bleiben. Ich finde, einen ganz guten Satz hat der Ranga Yogeshwar vom WDR mal gesagt zu einem Thema, hatte mit Ernährung nichts zu tun, sondern es ging um die Nutzung von Smartphones. Okay. Und das müssen wir auch der jungen Generation sagen, weil die haben es ja mit der Muttermilch aufgesogen. Wir beide, wir legen das Ding nochmal weg und wir machen es nachts auch aus, um den Elektrosmog oder was auch immer zu vermeiden. Beziehungsweise wir brauchen es dann auch in dem Moment nicht. Aber die junge Generation, die ist ja praktisch permanent 24 Stunden mit ihren Peergroups vernetzt. Ja, ich sehe in den Fitnessstudios immer die Dinger in den Ohren. Jeder hat also seine eigene Musik drauf. Du kannst dich ja mit niemandem mehr unterhalten. Geht So, das nicht. heißt, du hast hier die Funkstrahlung in den Ohren permanent. Und Ranga Yogeshwar hat damals gesagt, wir müssen der jungen Generation wieder erklären, wie viel Nutzen ist hilfreich und wann fängt es an zu schaden.
So, und dann sind wir wieder beim Thema Staat. Der Staat, der uns als Ärzten oder Coaches reinfuscht und dann den Kindern in den Schulen kostenlos iPads austeilt. Es ist unfassbar, ja, damit die auch ja konditioniert sind an diesen Mist und dauerhaft unterwegs sind. Was das Reden miteinander angeht, die reden dann übers iPad miteinander. Die sitzen nebeneinander und reden übers iPad. Die gucken sich nicht an, sondern reden übers iPad miteinander. Also, es ist eine vollkommen verquere Welt. Und die Gesellschaft jetzt mal oder der Staat, von dem wir eigentlich gedacht haben, dass er für uns da ist, dass er uns positiv Einflüsse gibt, der tut alles andere, aber nicht dieses. Ja, er reglementiert immer mehr, ja. Es wird immer mehr Leitplanken eingebaut und das Gefühl, dass von oben herab sozusagen die Volksgesundheit organisiert werden muss und nur praktisch einige wichtige Leute da oben wissen, wie Volksgesundheit funktioniert. Und das ist für mich ein völlig falscher Ansatz. Ja. Die Politik hat eigentlich die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen für bestimmte Dinge, die wir längst wissen. Ich gebe mal ein Beispiel. Professor Scherer von der Deutschen Gesellschaft für, ich hoffe, ich zitiere richtig, Hausarzt und Familienmedizin heißt es, glaube ich. Ja, Der hat das. gesagt, man muss Rahmenbedingungen schaffen. Wenn wir wissen, dass Industriezucker so absolut schädlich ist, nicht nur für Übergewicht, sondern Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen in den Gefäßen und. Und wir wollen 75% der drei Erkrankungen, Herz-Kreislauf, Krebs und Demenz, wollen wir eindämmen. Ja, dann bringt uns der Cholesterinsenker wenig. Dann müssen wir an die Ursachen ran. Und was sind die Ursachen? Das ist diese Industriekost. Ja, Absolut. dann müssen wir Regeln schaffen. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen sehr klugen Artikel darüber gelesen von einem 80-jährigen Ernährungswissenschaftler, der sich vermutlich schon 60 Jahre damit auseinandersetzt und ist zu dem Ergebnis gekommen, wir brauchen so eine Art Steuerinstrument, unverarbeitete Lebensmittel, mehrwertsteuerfrei, verarbeitete Lebensmittel, Mehrwertsteuer erhöhen. Also eine Lenkungswirkung. Wäre Nicht schön. Verbote oder medikamentöse Maßnahmen, sondern Lenkungswirkung. Es gibt ja einige Länder wie Chile und Mexiko, glaube ich, die haben damit vor ein paar Jahren schon angefangen. Ja. Und da sieht man ja auch schon Veränderungen. Wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Transfette nimmst. Deutschland war das letzte Land in Europa, was gesagt hat, ja, Transfette sind schädlich. Dann musste die EU das regeln. Jetzt ist das gedeckelt worden auf 2% oder auf 2 Gramm pro 100 Gramm für die Industrie. Und Dänemark hat schon 2004 rausgenommen. Die waren die Ersten. Ja, also das bin ich genau deiner Meinung und bin auch der Meinung, dass der Einzelne sich sehr, sehr schwer tut, heute sich noch gesund zu verhalten, wenn die ganze Gesellschaft, die Rahmenbedingungen, die du eben gesagt hast, ausgesprochen schlecht sind. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahrhundert hat es noch die Parole gegeben, zurück zur Natur. Da war die Idee noch drin, dass man wieder diese Dinge nehmen kann, um sich insgesamt besser zu stellen. Das hat für mich jetzt bedeutet, dass ich gesagt habe, was können wir denn tun? Und da ist mir der alte Gandhi eingefallen. Der hat gesagt, wenn du die Welt verändern willst, fang bei dir an. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja, davor kommt noch die Information. Das heißt, die Menschen müssen aufgeklärt werden. Das ist das Grund, warum wir miteinander sprechen, warum du unterwegs bist, warum wir die Akademie aufgebaut haben, warum wir entsprechend coachen. Denn Wissen ist Macht. Und wenn wir den Menschen die Macht geben, über sich selber nachzudenken und sich selber zu entschließen, was sinnvoll ist, dann werden sie sich anders entschließen. Und wenn wir ihnen dann noch Rahmenbedingungen geben, wo sie das leichter tun können, und jetzt komme ich zu dem Werbeblock für das Haus der hellen Köpfe, ja, ich habe mir überlegt, wie kann ich die Menschen dazu bringen, sich wohlzufühlen in einer Community, die genauso ausgerichtet ist wie alle. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen eine Internetpräsenz auf, weil alle nach Köln fahren, das packen wir nicht, die Bundesbahn taucht sowieso nichts und der Kölner Ring ist immer voll mit Autos. Also machen wir es im Internet, wo jeder sich einfach einloggen kann und untereinander auch Kontakt haben kann. Es werden Zoom-Meetings organisiert, die selber organisieren, Gruppen gemacht. Wir können für den Diabetes eine Interessengruppe aufmachen und. Die Medien, kleinen Medien, die jetzt aufgekommen sind, die werden wir auch da reinholen, dass man sich schlau machen kann, was außerhalb ZDF und ARD passiert. Und das Ganze läuft also erstmal digital. Und ich denke, wenn wir genügend Menschen drin haben, dann drücken wir auf den Knopf und sagen, ich möchte alle Mitglieder in der Umgebung von Köln haben. Und plötzlich haben wir 100 Leute, die in Köln sind. Und die können sich dann irgendwo zum Kölsch treffen.
wieder also regionale Gruppen machen. Ich glaube, das Internet ist eine enorme schädliche Geschichte für viele, aber wir können es nutzen. Das Tool ist ja nicht schlecht. Das Messer, mit dem ich die Wurst schneide, kann ich auch zum Abstechen nehmen. Ja? Das Werkzeug ist nicht schlecht, sondern es wird nur falsch gebraucht. Und wenn wir es für unsere Dinge nutzen, wie auch jetzt mit dieser Sendung, haben wir eine Chance, dass wir den Leuten was Gutes tun. Ja, also du, ja, du hast ja was initiiert, ja, was hoffentlich immer mehr Schule macht, wo praktisch immer, du hast es, glaube ich, mal Gesundheitserreger genannt, ja, Ja. hochinfektiöser Gesundheitserreger. Und damit hast du ja so eine Welle angestoßen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, der Einzelne, ja, wenn wir uns jetzt raushängen, wir werden sofort diffamiert, wir kommen in eine Schublade, Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Aber wenn es eine große Gruppe wird und die Gruppe wächst immer weiter und wir bekommen dann auch eine Lobby, wie du auch richtigerweise sagst, dann kriegen wir auch Gewicht. Und deswegen ist die Initiative, die du gestartet hast, absolut Gold wert. Ich hoffe, dass wir sie auch noch in 50 Jahren haben, wenn wir vielleicht nicht mehr dabei sind. Wer weiß, vielleicht werden wir auch 125, keine Ahnung. Aber ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, und du sagst es, die Rahmenbedingungen und dann das Individuum. Also, wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, ich werde häufig in Kursen auch gefragt, Jens, wenn du Gesundheitsminister bist, was würdest du ändern? Er sagt, ja, die Rahmenbedingungen ändern das, was die Politik eigentlich ureigens machen soll. Aber wir müssen die Therapeuten, die Ärzte, die die Gesundheitscoaches und so weiter, müssen wir in Motivation ausbilden. Und auch jetzt wieder ein kleiner Werbeblock, deswegen haben wir das auch in die Gesundheitscoach-Ausbildung mit integriert. Warum? Weil es nicht die Motivation gibt. Weißt du, als ich damals Sport studiert habe, ja, da habe ich ja geglaubt, in dieser Hochschule, wo 2000 Sportstudenten rumrannten und ich bin da ja nie rausgekommen, 8 Semester, habe ich gedacht, die ganze Welt war sportlich. Und dann stand ich 4 Jahre später in einem Reha-Zentrum neben einer 85-jährigen Dame, die keine 200 Gramm am Kabelzug ziehen konnte. So, und da wurde mir klar, die Realität ist eine völlig andere, Jens. Die Welt Komplett. ist nicht Leistungssport. So, und dann bin ich erst in das Thema Gesundheit eigentlich reingekommen, kann das heute, glaube ich, ganz, ganz gut vergleichen. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, denn wir machen ja Beratungen, ich mache jeden Tag, jede Woche Beratungen. Und du hast gute Ideen, du hast Ratschläge. Jeder Arzt hat Ratschläge. Sie müssen sich mehr bewegen, sie müssen sich gesünder ernähren. So, was kann der Patient damit anfangen? Ratschläge können Schläge sein, Schläge in den Nacken. Und dann Absolut. kommt der Patient nach Hause und dann sagt er, ja, der Arzt, was hat der Arzt gesagt? Ja, der Arzt hat gesagt, ich muss mich mehr bewegen. So, nächsten Tag vergessen. Klar, weil er nicht Das kann. heißt, wir müssen die individuelle Motivation des Individuums verstehen. Und ihm dann die Angebote vorlegen, die für ihn wichtig sind. Ich sage mal einen Yogakurs, wo ich meine Freundinnen treffe. Oder der Ausdauersport, weil ich mal eine Zeit für mich brauche. Da bist du bei der Persönlichkeit. Jede Persönlichkeit braucht andere Antreiber oder hat andere Antreiber und muss auch anders motiviert werden. Und das zu erkennen, führt dann in die Umsetzung. Einer meiner Kollegen hat mal gesagt, wir haben eigentlich kein Wissensproblem, wir haben Umsetzungsproblem. Absolut. Ja, jeder weiß, dass wir uns mehr bewegen sollten. Jeder weiß, dass wir nicht tonnenweise Zucker essen sollten und machen es aber trotzdem. Ja, aber Jens, wieder. Es ist die Situation, in der wir stecken. Ich bin hier in Wiesbaden und in Köln auf dem Bahnhof und habe vergessen, mir was mitzunehmen. Kauf mir was. Es ist nur dieser Zuckerpumps zu haben. Na klar. Ausgesprochen Zuckerpumps. Na Das klar. nächste Thema. Es ist doch keiner, der auf die Welt kommt und sagt, ich möchte einen Sitz und Arbeitsplatz haben. Aber wir haben fast alle einen. Und solange die Firmen nicht einsehen, dass sie ihre Mitarbeiter motivieren können, zwischendrin mal aufzustehen, eine Runde zu drehen, zum Nachbarn zu gehen, Schwätzchen zu halten oder sowas, solange wird nichts passieren. Ja, das heißt also, wir müssen alle Gruppen in der Gesellschaft integrieren in dieses Phänomen, dass sie wirklich verzahnt miteinander, jeder in seinem Bereich, da sind wir wieder, ne, fangen bei dir an, in der Familie. Oder in der Praxis, der Kollege in der Praxis. Wir haben die Möglichkeit, dann wirklich und dann eben nicht diese Ratschläge zu geben, sondern Empfehlungen zu geben und Sog zu erzeugen. Zu sagen, guck mal, der macht das, wie der jetzt aussieht. Vor 10 Tagen oder wann war der noch miese dran, jetzt ist er schon besser drauf. Das heißt also, Sog erzeugen und auf diese Weise nach und nach auch die Stimmung im Volk, die ja extrem bedrissen ist auf Hochdeutsch. Ja? Niemand hat mehr Lust, immer einen oben drauf, die Stimmung wieder aufzubringen. Und wenn man
Das ist ja das andere Ding. Ich steuere mich ja auch hier oben mit. Wenn ich schlechte Gedanken habe, ist mein Körper schlecht gesteuert. Ja, also auch diese Dinge wieder mit hineinbringen, Gruppen aufbauen, die miteinander unterwegs sind und so weiter und so Jetzt fort. ist es natürlich so, dass der Einzelne nicht unbedingt wahnsinnig ernährungsinteressiert ist oder er ist auch kein Koch, er ist nicht der Chef in der Küche. Er beschäftigt sich mit Nahrungsaufnahme. Wenn er Hunger hat, dann isst er irgendwas, hat auch keine großen Kompetenzen und kommt jetzt in eine Kantine. Und 20 Millionen in Deutschland, ich habe die Zahl mal nachgelesen, 20 Millionen, war sehr überrascht, essen jeden Mittag in einer Kantine. Entweder in der Betriebskantine, in der Schulkantine oder im Krankenhaus. Und diese Kantinen sind hochökonomisch organisiert. Da geht es um Centbeträge. Das heißt, da wird billig eingekauft, um Massenware zu produzieren. Das kann ja nicht anders funktionieren. Ja, klar. Und das heißt, der Einzelne geht jetzt mittags in die Kantine, lässt sich diesen Massenfraß dann vorsetzen Ja. und lebt praktisch jeden Tag, zumindest 5 Tage die Woche davon. Und was ich dann im Coaching mache, ich lasse mir dann manchmal Videos schicken, ja, von dem, was es in der Kantine gibt. Und dann stelle ich die Menüs für die Leute entsprechend zusammen. Dann gibt es da vielleicht drei Menüs und dann sage ich den Kunden, sie mögen sich aus diesen drei Menüs das Beste zusammenbewegen Okay. lassen. Ja. Ja, das Ja. funktioniert manchmal, aber die Leute fangen dann an, darüber nachzudenken und dann auch ihre Kühlschränke zu verändern, ihre Vorratsschränke zu verändern und dann auch ihr Kochverhalten. Ich sage immer meinen Kunden, ich bin auch kein Wahnsinnskoch. Ja, ich kann auch nicht sehr gut kochen, aber ich kann mir einen gesunden Salat zubereiten, ich kann mir Gemüse machen, ich kann mir einen Wok voll schnippeln mit Ja. hochballaststoffreichen Bisschen Gemüsesorten. Gewürze rein und schon Ich kann habe am ich. Wochenende auf den Wochenmarkt gehen und dort bei den Eifelbauern einkaufen statt im Supermarkt. Das ist alles möglich. Ja. So, was die Eifelbauer angeht, auch die werde ich einladen. Denn das Ziel ist, dass wir wieder möglichst viel Nahrung dezentral produzieren, vor den Toren der Städte. Und das kann man dann in kleinen Hofläden verkaufen. Dann haben wir den Zwischenhandel ausgeschaltet. Das ist, hat mit Medizin primär überhaupt nichts zu tun, aber das ist das Lebensumfeld, in dem wir sind. Und das ist zehnmal wichtiger und effektiver als die Cholesterinpille von unserem Gesundheitsminister. Das ist ja eigentlich Präventionsmedizin, ne? Also Ja. ich kenne jetzt x Beispiele, entzündliche Darmerkrankungen umgestellt auf eine naturgemäße Ernährung und dann geht die Entzündung langsam runter. Und irgendwann kommst du an den Punkt, das geht nicht von heute auf morgen, die Spritze dafür gibt es nicht, die Tablette auch nicht, aber du bekommst eine Regulation, in eine Selbstregulation, in eine Regeneration und irgendwann bist du dann mehr oder weniger entzündungsfrei. Ja. Und wer depressiv ist und sagt, ich mag aber keine Pillen fressen, der sollte sich mediterran ernähren. Die Kollegin in Australien hat es gezeigt, hat Frauen, die depressiv waren, mit mediterraner Kost ernährt, aber nie als Therapie, sondern die hat die hinter das Licht geführt. Er hat gesagt, passt mal auf, die Wissenschaft behauptet, die Leute können sich nicht wirklich umstellen in der Ernährung. Die backen das nur für 5, 6 Wochen, die kippen um. Tut mir mal einen Gefallen, esst wirklich ein Jahr lang nur mediterrane Diät. So, nicht Pasta und Pizza, das wissen wir beide auch, dass was anderes ist. Die haben das gemacht. Die Kontrollgruppe hat ein bisschen Yoga gemacht. Was kam raus? Nach einem Jahr war die Hälfte dieser Frauen, die diese Diät, normales Essen gemacht hat, hatte keine Depression mehr. Ja? Da war die Entzündung durch diese Nahrung weg im Körper und auch im Hirn. Das heißt also, Beispiele noch und nöcher, wie es einfach Jörg, funktioniert. kennst du eine einzige Studie von einem Naturvolk, die eine Depression beschrieben hätte? Die gibt es Ja, nicht. ja, Also mir ist keine bekannt. ja. Der Krebs war nicht da. Ja, die Nein. ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das ist ja genau das Beispiel, ist gut. Die indigenen Völker haben das alles nicht gehabt. Wir haben das alles selber produziert. Wir sitzen auf dem Ast der Evolution und sägen ihn ab. Vielleicht mal so ein kontroverser Joke. Man hat ja häufig dann bei Darmerkrankungen auch immer so die Idee, das könnten auch Parasiten sein. Ja. Und was macht dann der Gastroenterologe? Der gibt dann natürlich irgendein Antibiotikum oder ne, was auch immer für Medikamente dort zur Verfügung stehen. Das sind ja, ich nenne die immer Napalmbomben. Ja? Also da geht man ja auf das komplette Milieu und zerstört da praktisch alles, auch die physiologische Flora. Jens, vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, wir wissen inzwischen, dass wir nur funktionieren, wenn diese Tierchen bei uns sich Ja, wohlfühlen. Und klar. dann Thema Antibiotikum, mach weiter. Und ich bin damals als ich meine Studien gemacht habe, bin ich auf eine Studie aus dem bolivianischen Urwald gestoßen. Da gibt es eine Forschungsgruppe und die haben die untersucht, warum die bis
90, 100 keine kardiovaskulären Erkrankungen haben. Also die Okay. haben die eingeteilt in Altersklassen. Ja. Und das ist eine sehr schöne Studie, die habe ich mal auf dem Kardiologenkongress gezeigt. Ja, so eine typisch amerikanische Kohorte, ne? Da geht natürlich dann alles irgendwann hoch. Und hier null, das ist eine Linie. Und was hat man dann da gefunden? 80 bis 90% aller in diesem Stamm hatten Parasiten im Darm. Ohne Ne? Folgen. Die wir massiv bekämpfen würden, aber die wussten das überhaupt gar nicht. Und offensichtlich sind die durch Parasiten unter anderem eher geschützt. Auch das ist möglich, ja. Ja. Symbiose nennt man das. Genau. Wir wissen es nicht genau. Ich habe damals einen Artikel darüber geschrieben, habe so drei Hypothesen da reingestellt, warum das so sein könnte. Aber das ist so eine schöne Kontroverse. Wir bekämpfen alles, ja, Ja. und bekämpfen ist aufs Messer und vergessen, dass wir damit eben auch alle physiologischen Symbionten mit zerstören, ja. Die Heilpraktiker haben früher die Fehlthese gehabt, die waren, der Tod lauert im Darm. Ja. Ja, aber es ist nicht der Tod, sondern es ist das Leben, was dort wirklich passiert. Wir können nichts aufnehmen von dem, was wir da reinschieben, ohne dass die Tierchen entsprechend vorher verarbeitet haben. Nur wenn ich das Falsche reinschiebe, züchte ich die falschen Tierchen in mir und dann gibt es entsprechend Probleme überall. Das heißt also, noch einmal, die Ernährung ist elementar. Und wenn man in so einer Kantine sitzt, ich finde die Idee gut, wenn du die Leute individuell berätst und sagst, du sitzt in der Kacke auf Hochdeutsch drin, wenn du kannst ja nicht rausgehen, du hast ja gar keine Zeit draußen, dir was zu suchen, also musst du in der Kantine essen. Dann kriegst du von mir das Wissen, was du dir aussuchen musst oder kannst. Und dann kannst du ganz anders regeln, als wenn du die Platte A, Platte B oder Platte C nimmst. Ja? Ja. Das ist, Und glaube wichtig ich. ist immer der erste Schritt. Ja. Ja, die Leute haben immer das Gefühl, ich muss jetzt mein Leben komplett umkrempeln. Das ist Quatsch. Ja, Man muss das den geht ersten nicht. Schritt gehen. Ja. Ja, neue Routinen aufbauen. Kleine Dinge dazulernen. Kleine Dinge verändern oft, haben große Wirkung. Extrem Richtig. große Wirkung. Man Ja. muss nicht das ganze Programm machen, wie wir das in meinen Studien gemacht haben. Das Geht nicht. Das hat geht nicht. wahnsinnige Wirkung in kürzester Zeit. Aber man kann sich Elemente rausnehmen und versuchen, in seine Lebenswirklichkeit zu integrieren. Das ist das, was ich täglich mache mit den Kunden. Ja, und gucken, wie groß ist der Aufwand. Je geringer der Aufwand ist, und deswegen muss ich jetzt wieder den Werbeblock für mein Vitamin D einschalten. Vitamin D ist die einfachste Art und Weise, wie man von den vielen Problemen, die wir haben, runterkommt. Ja, es kostet so gut wie fast nichts, und man muss sich nicht anstrengen, so ein paar Tropfen zu nehmen und hat trotzdem einen Faktor aus der großen Skala schon weg. Vielleicht fällt es dann auch leichter mal, den Hund zu nehmen und um den Stock zu laufen. Ja, oder, ja. Lass mich noch mal ganz kurz auf deine mediterrane Kost eingehen. Ja. Das ist ja in der Wissenschaft ist es ja eigentlich die Top-Ernährung. Ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Absolut. Und da kam jetzt vor kurzem auch eine Studie raus, die hat das mal so ein bisschen versucht zu differenzieren. Welche Elemente könnten das denn jetzt sein? Und dann hat man eine Gruppe, die hat man normal ernähren lassen, hat denen aber Olivenöl gegeben. Und die mediterrane Gruppe und die Olivenölgruppe mit normaler Kost, was die so gewohnt waren, die hatten Okay. die gleichen Effekte. Aha. Und da haben die Autoren dann geschlussfolgert, es könnte da an diesen ganzen Polyphenolen in dem Olivenöl liegen. Also, das wäre jetzt eine Message für alle Zuschauer, sich wirklich ein hochwertiges Olivenöl anzuschaffen, das in den Salat zu kippen. Ich gebe das manchmal auch auf Sauerteigbrot, man muss ja nicht immer Butter verwenden, Margarine sowieso nicht, Ja. aber ja, man kann Olivenöl verwenden. So, und vor allen Dingen hört auf Sonnenblumenöl. Ich bin ein Sonnenfan, aber bitte kein Sonnenblumenöl. Es Nicht. ist voll Omega-6. Und ich kann mich erinnern, Ende letztes Jahrtausend, da wurde gepowert. Muss Bezel essen, Sonnenblumenöl, das ist gesund, das ist gesund. Wir haben die Leute krank gemacht mit dieser Propaganda. Ja? Also da ist, glaube ich, ein guter Tipp, wenn man schon versucht, irgendwas im Essen zu ändern. Das Erste ist, die alten Öle rausschmeißen, die nicht gut sind, und stattdessen eben das Olivenöl zu nehmen. Vielleicht noch eine Sache rein. Was ist denn mit dem guten, nicht Rapsöl, sondern von der Frau Bittwig? Die hat doch gesagt, Leinsamen. Sollte ich Leinsamenöl nehmen statt allem anderen? Naja, es ist ein Omega-3-reiches Öl, hat aber Alpha-Linolensäure. Das heißt, es hat keinen Einfluss auf die Entzündungsregulation. So, Ja. das glaube ich ist ganz wichtig, Jens, dass wir das. Damit kann ich EPA und DHA, also die Fischöle oder die Algenöle, kann ich nicht ersetzen.
So, das ist ganz, ganz wichtig. Viele Leute sind immer noch auf dem Dampfer und sagen, ja, ich nehme doch Leinsamen hier. Nein, es schafft es nicht. Ja? Und das Olivenöl fährt auf einer ganz anderen Schiene und von daher, absolut, gutes Olivenöl und bitte nicht den 10-Liter-Kanister irgendwo im Supermarkt kaufen. Da sollte man dann wirklich ein paar Groschen mehr ausgeben, weil das lohnt sich. Ja, und das vielleicht nochmal der letzte Satz. Nicht die Menge an Nahrung ist wichtig, sondern die Qualität. Die Leute müssen mehr auf die Qualität achten. Ich weiß, dass das ein bisschen mehr kostet, aber man gibt für andere Dinge dann wiederum sehr viel Geld aus. Ja, zum Beispiel muss man heutzutage ja alle Sportsender, die muss man ja kaufen. Ne? Wenn ich jetzt die EM gucken will, dann brauche ich zwei, drei Accounts. Wenn ich mir das sparen will, dann investiere ich das Geld in die Ernährung. Ja, so. Und ich denke, nichts ist so kostbar, wenn es um die Kosten geht, so kostbar wie unsere Gesundheit. In dem Augenblick, wo du anfängst, sie zu verlieren, fängst du an, sie zu schätzen. Aber dann sind wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Jetzt schalte ich den ultimativ letzten Werbeblock ein, nämlich das Haus der Ellen Köpfe. Bitte gehen Sie alle ins Haus der Ellen Köpfe. Je schneller und je mehr wir sind, umso effektiver ist die Geschichte. Und ich kann Ihnen garantieren, Sie werden nicht nur den Jens, sondern andere Coaches dort auch wieder treffen, weil wir alle einsammeln. Nicht nur die sogenannten Endverbraucher, die betroffen sind, sondern wir laden auch die Coaches natürlich ein. Wie der Jens eben gesagt hat, wir müssen die Ärzte auch aufklären. Die Ärzte müssen mit ihren Patienten anders umgehen. Aber das ist ein schwieriges Problem, wenn man vor 30 Jahren die sprechende Medizin abgeschafft hat. Was du tust, ist absolut segensreich. Die Kollegen dürfen es nicht mehr. Es wird nicht mehr abgerechnet. Dann sagt er natürlich, warum soll ich mit dem quatschen, wenn ich dafür kein Geld kriege? Ja, Hallo. logisch. Ganz, ganz schlimm. Ja. Aber dort, wo wir zusammen sind, wird es alles dieses Wissen geben, en masse. Man kann sie untereinander austauschen und es kostet etwas. Ja, weil alles, was nicht kostet, sagt der Kölner, taucht auch nichts. Ne? Also es wird 100 Euro kosten für die Allgemeinheit. Die Coaches, die vielleicht noch ein bisschen mehr Kundschaft kriegen, zahlen 200 im Jahr. Also kein Riesengeld. Aber wenn wir die Community zusammenkriegen, dann wird es daraus Schwarmintelligenz geben. Und der Return on Invest, wie die Banker sagen, wird um vieles höher sein als das, was man da reintut. Du bist auch eingeladen, Jens. Ja, ich bin ja schon lange dabei, ne? Ja, du bist in unserem Kreis und wir verlagern heute die alten Insassen sozusagen, alt von, nicht von meinem Alter her, sondern lange Zusammenarbeit, die verlagern wir jetzt aus dem alten Kreis, wo wir waren, alle ins Haus der hellen Köpfe, damit wir dort in dieser Community alle sichtbar sind. Und in diesem Sinne, Jens, herzlichen Dank fürs Gespräch. Demnächst wieder. Ja, immer wieder gerne. Danke. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zum besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres, langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.